Erklärung: Es ist Antwort A. Die Erde schiebt sich zwischen Sonne und Mond. Auf der Sonne abgewandten Seite erzeugt die Erde einen Schatten, den wir auf der Erde Nacht nennen. Bei einer Mondfinsternis fliegt der Mond exakt durch diesen Schatten, sodass die Erde zwischen Mond und Sonne steht. An der Form des Schattens auf dem Mond kann man die Form der Erde erkennen. Der Schatten ist rund, das heißt, die Erde ist eine Kugel. Nur ein kleiner Teil des Sonnenlichtes, der einen langen Weg durch die Erdatmosphäre zurückgelegt hat und seinen blauen Anteil dabei verloren hat, erreicht noch den Mond. Deswegen erscheint er sehr dunkel und blutrot.